Mahlzeit, Freunde, willkommen zum nächsten Mobile Royale Video hier auf dem Kanal. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis wieder ein Mobile Royale Video kommt. Dafür haben wir heute wirklich wieder viele interessante Themen. Und zwar beginnen wir gleich mit einem kurzen Account-Overview von meinem Account hier. Also ich werde euch kurz zeigen, wie weit ich mit den Forschungen bin, wie weit meine Gebäude sind und so weiter, was für neue Ausrüstungsteile ich habe, damit wir da wieder alle auf denselben Stand sind, was meinen Account betrifft. Ihr seht ja, es hat sich seit dem letzten Video einiges getan. Dann werden wir im zweiten Themenblock darüber sprechen, wie man am besten den Skullrock bekommt. Ist ein, ja man kann es sagen, ein Free-to-Play-Held. Der beste Free-to-Play-Held im Spiel. Natürlich, es wird sehr, sehr lange dauern, bis man den als Free-to-Play-Spieler auf Lila oder Gold bekommt. Aber es ist halt möglich und deswegen ist es ein Free-to-Play-Held. Man muss kein Geld investieren, um die Höllen-Events abschließen zu können, wo der Skullrock ja drin vorkommt oder wo man halt die Seelensteine für den Skullrock bekommt. Und da werde ich euch ein paar Tipps an die Hand geben. So, dann werden wir über das Coupon-Event reden, wie man dort am schnellsten Coupons bekommt. Da hat der gute Sir Sre, schöne Grüße an dich und auch vielen Dank für deine Arbeit im Discord, hat er ja ein paar Tipps für die Mobile Royale-Spieler im Discord zusammengetragen. Diese Tipps will ich euch hier vorstellen, weil ja nicht jeder von euch im Discord ist. Kommt aber mal im Discord, es bringt euch was. Und ja, zum Schluss werden wir dann ein bisschen über das Versammlungsfest reden, weil wir da gerade momentan zum ersten Mal richtig starke Gegner haben und es zum ersten Mal nicht hundertprozentig sicher ist, ob wir Erster werden, Zweiter oder Dritter im Versammlungsfest-Event. Das will ich kurz mit euch besprechen und da wir dann eh schon über starke Gilden reden, schauen wir uns dann zum Schluss auch nochmal, um das hier mal auf den Kanal oder für den Kanal mal festzuhalten, hier am 17.06.2019 die 5 stärksten Spieler und die 5 stärksten Gilden in Mobile Royale an, damit wenn jemand in 6 Monaten oder so das Video sieht, dass man so ein bisschen vergleichen kann, was sich dort getan hat. Also ihr merkt, wir haben heute viele Themen, wird wahrscheinlich wieder ein etwas längeres Video. Holt euch ein kühles Getränk und ich würde sagen, wir beginnen direkt, oder? Starten wir mit dem Account Overview. Also, ich denke mal, das Interessanteste sind die Forschungen erstmal. Wie weit bin ich da jetzt gekommen? Ich bin jetzt mittlerweile dabei, Ökonomie zu forschen, denn für diejenigen, die es nicht wissen, man muss auch Ökonomie fast komplett voll haben oder komplett voll. Ich weiß nicht, ob man Kristall sammeln auch auf 10 haben muss, aber man muss auch Ökonomie fertig forschen, um halt dann letztendlich die Veteranen forschen zu können, also die T4. Kommen wir aber gleich zu. Also Ökonomie habe ich jetzt hier alles auf 9, weiter geht auch nicht. Als nächstes hier, um das auf 10 machen zu können, bräuchte ich Gelehrtenturm 25. Das kann ich noch nicht machen, da meine Pay-Gebäude noch nicht auf 25 sind. So, dann Tresorverwaltung geht jetzt gerade auf 9 und hier habe ich noch nicht wirklich weitergemacht. So, Kriegs, also hier die Veteranen, ne? Das ist ja das, was man forschen möchte. So, meine Kriegsführung ist hier auf 10, das alles auf 10, das hier auf 9, das geht nicht weiter, das ist auch jetzt alles auf 9, da brauche ich jetzt Gelehrtenturm 25. Hier habe ich auch alles auf 9 jetzt. Armee Lebenspunkte, Armee Verteidigung und Armee Angriff ist alles auf 7. Und für Armee 8, Angriff auf 8, warum kann ich das gerade nicht machen? Ach so, weil ich dafür Armee Lebenspunkte 8 und Armee Verteidigung 8 brauche, okay. Aber ihr seht, es hat sich einiges getan. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich euch meine Forschung gezeigt habe, war ich hier Infanterie Angriff am 9 am Forschen. Seitdem habe ich das hier alles auf 9 gemacht, das hier alles auf 9 gemacht. Die Sachen waren hier, glaube ich, alle auf 5 und Armeeangriff hatte ich gar nicht. Das heißt, das habe ich von 5 auf 7 gezogen und das von 1 auf 7 und das alles innerhalb von anderthalb Wochen oder so. Und ja, hier habe ich, ich weiß nicht, hatte ich die schon auf 9? Ich glaube nicht. Ich glaube, die habe ich auf 9 gemacht und die beiden Sachen jetzt auf 9. Also ich habe wirklich viel geforscht in den letzten 10 bis 14 Tagen und ja. Dadurch habe ich auch ein paar Skullrock-Events gemacht, aber zu dem Thema kommen wir gleich. So, dann schauen wir uns mal die Gebäude an. Was hat sich da getan? Ich habe meine Schmiede auf 25 gebracht. Das hat zur Folge, dass ich all meine Sets, meine Schnellausrüstungssets neu abspeichern musste, weil ich jetzt ein drittes Zubehör natürlich dadurch freigeschaltet bekommen habe. Ich denke mal, das werden die meisten wissen. Oder wenn ihr eure Schmiede auf 25 habt, könnt ihr ein... ja, drittes Zubehörfeld, also bekommt ihr ein drittes Zubehörfeld und dann musste ich natürlich nochmal neu meine ganzen Sets abspeichern.
Kann ich auch jedem empfehlen, das vor T4 zu machen, auch schon bevor er die P-Gebäude auf 25 macht, also Kampfhalle, Gefängnis und Altar, weil dadurch, dass man dann ein drittes Zubehör bekommt, also habe ich dann dadurch hier einen dritten Ring des Gemetzels bekommen, das mir einfach mal 7,5% Forschungstempo mehr gibt. Und bei dem Bautempo-Set natürlich dasselbe. Dort habe ich jetzt ein drittes Erntehorn bekommen, was mir einfach mal 11,2% Bautempo mehr gibt. Und das beschleunigt natürlich die ganzen Forschungen für T4 und die ganzen Gebäude, die auf 25 gezogen werden müssen für T4. Und deswegen ist das mit so das Wichtigste, was man vor T4 machen sollte, die Schmiede auf 25 ziehen. Die Speedups, die ihr da verschwendet und die Gems, die ihr da verschwendet, um die Schmiede, in Anführungsstrichen verschwendet, um die Schmiede auf 25 zu kriegen vor T4, die kriegt ihr mit der Zeit locker wieder rein, die ihr euch dadurch spart, dass ihr schneller bauen und schneller forschen könnt. Ja, die kriegt ihr locker wieder rein, die Zeit, die ihr da ja liegen lasst. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Muss. So, ja, jetzt kann ich auch noch die anderen beiden Sets zeigen. Mein Kriegsset ist jetzt seit dem letzten Video um das hier besser geworden. Ja, das ist auf Gold gegangen, das war im letzten Video nicht auf Gold. Ich habe 2 Bannjuwelen auf Blau jetzt mehr drin und habe halt das dritte Accessoire hier auch noch mit dazu. Also auch bei meinem Kriegsset hat sich jetzt ein bisschen was getan. Sieht jetzt aber natürlich immer noch nicht so beeindruckend aus, wenn man hier die Kriegsschübe sich anguckt, ne? Aber ich sag mal so, geht auf jeden Fall schlechter. So, und als letztes natürlich das Handelsset. Das werde ich jetzt aber nicht weiter forschen. Eigentlich wollte ich schon sagen forschen. Das werde ich jetzt aber nicht weiter schmieden. Also ich werde jetzt nicht die Sachen hier noch auf Gold ziehen und so weiter, weil ich bin mit meinem Handelsset sehr, sehr zufrieden. Ich muss jetzt auch nur noch, und das wisst ihr aber schon, nur noch handeln für Forschung oder halt für den Skullrock. Aber warum ich handeln für den Skullrock meine, das ja, erzähle ich euch jetzt gleich. So, jetzt schauen wir nochmal kurz meine Helden an und dann war es das auch schon. Ich will euch auch nicht zu lange nerven hier mit meinem Account-Overview. Ihr sollt ja nur mal kurz auf den neuesten Stand gebracht werden. Also, ich habe jetzt natürlich... War das die hier? Ja, ich habe jetzt natürlich sie hier auf Gold gezogen, um die 25% Forschungstempo zu kriegen. Jetzt bin ich gerade dabei, sie hier auf Gold zu machen, einfach weil sie schon lila war. Das hat jetzt keinen bestimmten Grund. Das dauert jetzt auch nicht mehr so lange, die auf Gold zu kriegen. Dann habe ich ja die ersten 5 Helden auf Gold. Er war hier natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil das mein einziger Kaff-Angriffsheld ist. Also wenn wir bei uns in der Gilde eine Full-Kaff-Rally machen, dann konnte ich eigentlich nie wirklich der Gilde helfen, weil ich keinen Kaff-Held hatte. Ja? Und deswegen hier ganz wichtig, Lava-König. Für diejenigen, die Reginald nicht cashen, also die in Anführungsstrichen Free-to-Play sind, ja, oder ihn halt einfach nicht cashen, ist auf jeden Fall der Lava-König sehr, sehr wichtig am Anfang, damit ihr an Kaff-Rallys und so weiter teilnehmen könnt. So, ja, und jetzt als nächstes, um das nochmal kurz anzuschneiden, werde ich mich um meine Drachenstellung hier kümmern, speziell um diese hier, damit ich hier ja auch mehr Forschungstempo für die ganzen T4-Forschungen bekomme. Also ich will eigentlich versuchen, hier die Drachenstellung auf lila zu kriegen, bis ich zu den ganz großen Forschungen komme, die dann richtig lange dauern. Mal gucken, ob das hier für mich erreichbar ist. Das hätten wir also schon mal geklärt. Das war jetzt hier das kurze Account-Overview. Jetzt seid ihr ungefähr wieder auf dem neuesten Stand. Ich kann euch jetzt hier noch kurz meine Truppen zeigen, aber die sind im Prinzip gleich gewesen. Ich verliere mal ein paar Truppen und gewinne wieder ein paar Truppen. So. Ja, ich bin gerade am Sammeln. Das ist blöd. Also, ich habe aber... Obwohl... Ja... Wie viele T3 habe ich nochmal? Muss ich jetzt aus dem Kopf sagen, weil ich gerade meine T3 losgeschickt habe zum Sammeln, weil wir ja gerade Coupon-Event haben und ich natürlich auch versuchen will, so viele Coupons wie möglich zu kriegen. Ich glaube, ich habe ungefähr so 1,09 Millionen T3, also 1.090.000. Mein Gott, wieso mache ich es so kompliziert? Und noch ein paar T2. Das müsste so ungefähr momentan meine Anzahl sein. Also, es hat sich nicht wirklich viel verändert. Mal verliere ich ein paar Truppen beim Angreifen und die baue ich dann irgendwie wieder nach. Das ist kein Geheimnis. So, jetzt kommen wir mal zum Skullrock. Ich zeige ihn erstmal kurz, weil ich habe ihn ja jetzt schon mittlerweile, viele von euch werden ihn auch schon haben, aber manche halt auch nicht und deswegen mache ich dieses Video. Skullrock hat so geile Fähigkeiten. Also wie gesagt, ist der beste Angriffsheld
Free-to-Play-Angriffsheld, den man haben kann. Dann erhöht er auch noch das Kasernentrainingstempo um 20%, solltet ihr ihn mal auf Gold kriegen. Aber Armee-Angriff 20% und Armee-Lebenspunkte 20% nicht zu schlagen. So, jetzt ist es noch sehr wichtig. Er ist ein Mixheld. Das bedeutet, man wird ihn auf jeden Fall, wenn man ihn dann auf Gold hat irgendwann, auf seine Mauer setzen, ja, weil man mit diesem Held sehr, sehr gut verteidigen kann, weil er komplett die ganze Armee boostet. Nicht nur Infanterie, nicht nur Fernkampf, nicht nur Kraft, sondern alle drei Sachen auf einmal. Zusätzlich hat er dann natürlich auch noch Heldenboosts. Also wirklich ein perfekter Held. Wie bekommt man den Held? Man muss Höllen-Events abschließen. Werden die meisten von euch auch schon wissen. Und diese Höllen-Events, da kann ich euch zwei empfehlen. Was ist denn los hier so? Da kann ich euch zwei empfehlen. Die habe ich auch extra abgespeichert für dieses Video. Das ist einmal dieses Höllen-Event hier. Das war, glaube ich, eins mit Bautempo, also wo ihr Gebäude abschließen müsst oder Diplomatie abschließen müsst. Und genau das ist das Stichwort. Ich glaube, man braucht so 600.000 Punkte bei diesem Skullrock Entwicklungs-Höllen-Event. Und wir haben es gerade leider nicht, aber auf ein Skullrock Entwicklungshöllen-Event zu warten, wollte ich jetzt nicht. Sonst kommt das Video wirklich erst wieder eine Woche später. Und deswegen habe ich diese Höllen-Events, die ich abgeschlossen habe, abgespeichert. Und es reicht ja, wenn ich euch davon erzähle. So, also, dieses Skullrock Höllen-Event mit Entwicklung. Das braucht ungefähr 600.000 Punkte. Wenn ihr euch das jetzt mal hier anschaut, wenn ich das hier beende, das ist natürlich auch jetzt schon etwas teurere Sache. Ihr braucht jetzt jeweils 130 von diesen. Das sind drei teure Items. Ja, also ist jetzt nicht so wenig. Aber ihr kriegt dann einfach mal für dieses Skullrock-Event einfach mal 95.000 Punkte. Auch wenn jetzt gerade kein Entwicklungsevent ist, mache ich das jetzt einfach mal, um euch dann zu zeigen, was dann als nächstes passiert. So, dann kriege ich wieder eins, wo ich Sachen eintauschen kann, wo es wieder 49.000 Punkte gibt. Und das kann man immer so weitermachen, bis man diese 600.000 Punkte voll hat. Und zusätzlich kriegt ihr dadurch auch Spieler-XP. Das heißt, ihr schlagt so zwei Fliegen mit einer Klappe. Guckt, ich habe jetzt gerade nur diese beiden Sachen eben kurz abgeschlossen. Das hat mich null Zeit gedauert. Ja? Und diese Items hat man sowieso im späteren Verlauf ganz, ganz viel, weil man natürlich immer noch handeln gehen kann, obwohl man schon seine ganze Diplomatie auf 25 hat. Und dann kann man sich diese Items halt ansparen. Und beim Skullrock-Event haut ihr die raus und so könnt ihr ganz einfach Skullrock-Medaillen sammeln. So, 144.000 Punkte hat mir das jetzt gebracht, einfach mal eben schnell das, ja, Stufe-Normal-Event abgeschlossen. So, das ist schon mal der erste Punkt, wie ihr den Skullrock bekommen könnt. Als zweites würde ich euch dann empfehlen, habe ich auch abgespeichert, das müsste das hier gewesen sein. Nein. Wo habe ich das? Hier. Dann war es, glaube ich, das hier. Also eins von beiden war Bautempo, also Entwicklung, und eins von beiden war Forschung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welches. Ich glaube, es kann sein, dass das hier Forschung war. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das hier Forschung war. Ich weiß nicht genau, es sind auf jeden Fall über 900.000 Punkte, die man machen muss, um dann bei diesem Forschungs-Skullrock-Höllen-Event die drei Skullrock-Medaillen zu bekommen. Oder die drei Skullrock-Seelensteine. Das kann man auch sehr einfach als Free-to-Play-Spieler machen, denn irgendwann werden auch Free-to-Play-Spieler in den Genuss kommen, hier die großen Forschungen zu machen. Und wenn man sich das mal anguckt, diese Forschung jetzt hier zum Beispiel würde 1,3 Millionen Machtzuwachs geben, wenn jetzt mein Gelehrtentum auf 25 schon wäre und ich diese Forschung gestartet hätte. Das heißt, sobald diese Forschung hier beendet ist, keine Angst, die dauert nicht so lange, ich habe gerade einfach mein Forschungstempo-Set nicht an. Wenn diese Forschung hier dann beendet wird, habe ich direkt das Skullrock Forschungshöllen-Event abgeschlossen. Ja, und diese beiden Sachen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, diese beiden Sachen immer abschließen. Skullrock Entwicklungshöllen-Event und Skullrock Forschungshöllen-Event. Macht euch vielleicht in eurer Gilde eine Gruppe, wo wirklich immer die Leute reinposten, wenn gerade ein Höllen-Event mit Skullrock Forschung oder Entwicklung ist, damit ihr auch diese ganzen Events nicht verpasst, weil die kommen natürlich jetzt nicht so oft. Und ihr seid nicht immer genau zu dem Zeitpunkt dann online, damit eure Gilde immer Bescheid weiß. Denn dieser Held ist wirklich, sehr, sehr wichtig. So, das ist schon mal der Tipp, den ich euch auf jeden Fall unbedingt geben wollte. So, jetzt kommen wir mal zum Coupon-Event. Und zwar zu den Tipps von Sir Sre hier aus dem Discord. Nochmal vielen Dank dafür deine Arbeit.
Also ich will euch jetzt erklären, wie ihr am schnellsten an diese Coupons hier kommt. Ja, weil diese Coupons braucht ihr dann, um euch hier richtig coole Belohnungen zu kaufen. Von Splitter zu richtig geilen Juwelen, dann wenn ihr wollt auch robust 5 Runen, jetzt zum Beispiel bei diesem Event. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Runen bei jedem Event, also es kann beim nächsten Mal auch eine Dorne-Rune sein, die ihr euch da kaufen könnt. Was ich mir, wie gesagt, immer noch hole, sind die Dämonenjäger-Truhen, weil mein Monster-Hunt-Set noch nicht komplett fertig ist. Aber, wie gesagt, hier gibt es unzählige geile Kisten, die ihr euch holen könnt und Juwelen. Da wird auf jeden Fall, auch selbst wenn ihr schon sehr, sehr weit seid, werdet ihr dort immer etwas finden, was ihr gebrauchen könnt. So, wie kommt man jetzt aber an diese Coupons, mit denen man sich diese Sachen kaufen kann? Man kann die Coupons natürlich kaufen mit Geld, aber das sollte jetzt nicht unsere Motivation sein, sondern man will ja durch Spielen so schnell wie möglich an diese Coupons kommen. Und da gibt es mehrere gute Tipps, die man beachten kann. Einmal, und das ist auch ein Tipp gewesen, auf den habe ich erst gar nicht so wirklich geachtet. Also der Tipp kommt jetzt wirklich von Sir, den kannte ich selber nicht. Und zwar, ich gucke halt immer, wenn ich Heldenfahrt mache oder wenn ich Kampagne mache, dann gucke ich halt immer, okay, welchen Held mache ich gerade. Ne? Und jetzt hier zum Beispiel Klingenmeisterin, dann klicke ich hier auf Plus und schaue mir an, ja, wo ich die Splitter von der herbekomme. Jetzt sieht man hier aber, okay, Elite 4.5 gibt 25 Coupons. Wartet mal, ich benutze jetzt extra für euch mal kurz einen Seelenstein. Aber wir müssen hier rausgehen, weil hier habe ich schon zu viele gemacht. Muss mal kurz hier einen Seelenstein benutzen. Zack, 13 habe ich davon noch. So, jetzt seht ihr hier, 25 Coupons kriegt man. Also ich gehe jetzt hier einmal auf Autoclear. Okay, jetzt habe ich hier 25 Coupons bekommen, ne? So, jetzt gucken wir aber mal hier ein bisschen durch. Jetzt haben wir hier zum Beispiel bei 2.4 eine, wo 50 gibt. Ja, das wechselt immer. Hier haben wir auch eine, die 50 gibt. Ich würde euch also empfehlen, wenn dieses Coupon-Event ist, guckt, welche Elite-Stufen 25 geben und welche 50. Das ist sehr willkürlich. Ich weiß nicht, wo da der Sinn hinter ist. Hier ist jetzt auch alles 25. Ich gucke dann immer, okay, wo habe ich einen Held, eine Heldenstufe, wo ich den Held noch nicht auf Gold habe. Und die schließe ich dann ab. Hier haben wir auch 25. Gucken, haben wir hier überhaupt einen von meinen Helden, der 50 gibt? Ansonsten, ja, müssen wir halt trotzdem irgendeine andere Heldenstufe machen, auch wenn wir dann keine Splitter kriegen, die wir gerade gebrauchen können. Echt komisch, dass die alle 25 geben. Ja, der ist zum Cashen. Der bringt jetzt wirklich nicht so viel. Bringt auch 25. Also ihr seht schon, ne? 25. Also all dort, wo man dann diese Splitter für die Helden bekommt, kriegt man komischerweise 25. Deswegen glaube ich auch, dass vielen von euch das vielleicht nicht aufgefallen ist, weil sie halt einfach die ganze Zeit, genauso wie ich, immer die Sachen abschließen, die euch was für die Helden bringen. Ja? Was ja auch logisch ist, weil ihr eure Helden weiter hochstufen wollt. Aber beim Coupon-Event kann ich euch wirklich nur empfehlen, hier dann solche Stufen zu machen. Ja? Dann macht halt irgendwie die Stufen, die euch dann was für eure Drachenstellungen bringen. Also ihr geht dann hier auf eure Drachenstellung und ihr sagt euch jetzt auch, okay, ich will hier von der Drachenstellung Licht, will ich jetzt langsam mal hoch machen, damit ich hier mehr Forschungstempo bekomme. Dann geht ihr hier auf Plus, dann gehen wir mal hier hin und hier sehen wir schon, okay, hier gibt es 50 Coupons. Jetzt können wir hier neu mal abschließen. Dann seht ihr, wir haben jetzt hier 450 Coupons bekommen. Leider nur einmal einen Drachenlichtsplitter bekommen, jetzt haben wir 20 davon, aber trotzdem, das ist schon mal sehr nice. 450 Coupons sind echt nicht wenig. Das macht einen riesen Unterschied, denn hätten wir jetzt nur mit 25 gemacht, wären es nur 225 Coupons logischerweise, ne? Also achtet da drauf, das kann jetzt innerhalb dieser 6 Tage, sind das locker mal 4.000, 5.000 Coupons, die ihr mehr bekommt, nur weil ihr jetzt anstatt diese 25er Elite-Probenstufen die 50er macht, ja? Je nachdem, ob ihr jetzt auch noch Energiesteine benutzt und so weiter, können das auch noch mehr Coupons sein, die ihr dadurch bekommt. So, der nächste Tipp, den ich euch geben kann, sind diese Zusatzevents, die auch immer bei dem Coupon-Event dazukommen, wo man auch sehr, 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 sehr viele Coupons einsammeln kann. Also das ist halt hier die Anzeige, wo man die eintauschen kann. Hier wird halt erklärt, wodurch man
Coupons bekommen kann. Und hier gibt es halt immer so ein Zusatzevent, wo man Sachen abschließen muss, um Coupons zu bekommen. Hier zum Beispiel, jage Monster auf der Karte 20 Mal. Das ist eigentlich eine Sache, die müsst ihr sowieso von alleine abschließen, ja, weil ihr jagt ja wohl hoffentlich Monster. Das ergibt alleine 600 Coupons. Mit den 400 von den jage 5 Mal Monster auf der Karte sind das einfach mal 1000 Coupons hier. Dann sind hier aber auch, das skaliert sich natürlich, ne? Hier muss ich 100 Mal Monster jagen, das muss ich alles noch machen. 50 Mal Monster jagen, das sind auch wieder 1800 Coupons und 300.000 Ausdauer verwenden. Das werde ich alles noch machen. Also hier geht es halt wirklich nur darum, Monster zu jagen, diese zu töten und ja, Ausdauer zu verwenden. Ja, das auf jeden Fall. Also all diese Aufgaben kann jeder, egal ob Free-to-Play oder Pay-to-Win, kann jeder abschließen und sollte auch jeder nach Ablauf dieser Zeit abschließen. Ich werde es heute Abend machen, damit ich es morgen nicht vergesse. Also wenn ihr das Video heute seht, guckt nochmal, ob ihr all diese Aufgaben erledigt habt. Ansonsten erledigt sie. Und vergesst, und das ist das Wichtigste bei diesem Coupon-Event, vergesst wirklich nicht am Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist, auch mit euren Coupons euch Sachen zu kaufen. Denn genau das habe ich beim letzten Mal vergessen. Ihr kriegt nur blödes Gold. Das bringt euch gar nichts. Die Coupons werden gelöscht. Ihr müsst also wirklich, bevor die Zeit hier abläuft, eure Coupons einsetzen. Ja, vergesst das nicht. So, als nächsten Tipp kann ich euch geben, dass ihr, ja, sowieso jetzt gerade, weil dieses Zusatzevent ist, aber auch generell Monster jagen sollt und am besten auch hohe Monster, wenn dieses Coupon-Event gerade stattfindet. Ihr seht es hier, ich habe hier ein Level 3 Monster gejagt, das hat mir jetzt einfach mal 55 Coupons gegeben mit einem Vierfachangriff, war das glaube ich, ja. So, das können wir auch so weitermachen. Hier habe ich jetzt auch einen Vierfachangriff, gab jetzt hier leider nur 25 Coupons, aber mal kurz angeben hier, auch ein blaues Ifrit-Juwel. Dann haben wir hier wieder 55 Coupons, ne? Auch wieder Vierfachangriff. Und zum Schluss habe ich ihn dann besiegt, das gab dann 20 Coupons und nochmal 200. Also 220 Coupons plus 55 plus die anderen 55 sind wir bei 330 Coupons. Plus nochmal die 25, also so ungefähr 350 bis 400 Coupons bekomme ich, wenn ich so ein Dreiermonster töte, ja. Und das ist schon ganz ordentlich, finde ich. Also da 400 Coupons, wenn man zwei Dreier am Tag macht, habt ihr allein dadurch schon mal 800 Coupons schön gut geschrieben. Oder ihr spart euch jedes Mal eure Monsterenergie, wenn jetzt, also ich meine jetzt nicht die Monsterenergie, die ihr sowieso immer bekommt, sondern dass ihr keine Monsterenergie aus dem Rucksack holt, sondern nur, wenn gerade dieses Event hier ist, dann könnt ihr da natürlich auch noch viel, viel mehr Coupons rausholen. So, zu guter Letzt, das ist jetzt kein wirklicher Tipp, aber vergesst wirklich nicht, ich weiß, ich bin auch immer faul und gehe nie sammeln, aber jetzt gerade konnte ich mich zum Beispiel dazu überreden, mal wieder sammeln zu gehen, denn ihr kriegt natürlich auch durch Sammeln Coupons. Es sind nicht viele, ja, es ist manchmal bei so einem vollen Level 4er Feld kriegt man 50 Coupons, beim Level 3er natürlich weniger. Aber ich sag mal so, die Summe macht es dann über die 6 Tage hinweg auch und das kann die ein oder andere Kiste oder das ein oder andere Juwel mehr bedeuten, auch wenn es nervig ist, geht sammeln. Und ja, wenn ihr all diese Sachen macht, dann habt ihr am Ende auf jeden Fall schon eine gute Anzahl an Coupons zusammen und könnt euch jedes Mal, wenn dieses Event kommt, und das kommt ja wirklich oft, immer schön Pay-Items kaufen. Gerade auch sehr, sehr wichtig für die Free-to-Play-Spieler, ja? Übrigens noch, und das ist jetzt so eine kleine Zusatzinfo hier in dem Video, wir haben hier momentan, wie gesagt, ich rufe nie zum Cashen auf, aber wenn ihr casht, dann müsst ihr euch auf jeden Fall dieses Paket holen. Denn, ihr müsst euch das mal ihr müsst mal überlegen, was hier drin ist. Hier ist ein blaues Kobaltgel drin. Wenn wir uns jetzt Helden und Ausrüstungen angucken und gucken uns das Kobaltgel-Paket an, da kriegt man 15 graue für 5 Euro. Also ich sag, ich runde einfach ab, ne? Für 5 Euro kriegt man 15 graue. Jetzt hier bei der väterlichen Liebe, bei diesem Sonderevent, kriegt man ein blaues. Also dieses eine Teil ist besser als das komplette Paket da unten. Denn 15 graue sind nicht ein blaues. 15 graue sind 3 grüne und ja, 3 graue. Ja, aber es fehlt noch ein graues bis zu einem blauen. Das heißt, dieses eine hier ist besser als das Paket da unten. Dann kriegt ihr noch einen lodernden Kern, also hier vom Ifrit ein blaues. Das seltene Item vom Ifrit. Dann kriegt ihr 9000 Gems sicher. Ja, dann könnt ihr durch diese Vatergeschenke noch Luvosa bekommen und Speed-Ups. Ihr könnt durch den Heldenmut
Also alle Sachen, die hier drin sind, sind eigentlich gut, außer diese 200 Kristalle. Also ihr kriegt hier auch nochmal Gems, also ihr werdet hundertprozentig durch dieses Paket mehr als 10.000 Gems kriegen. Vielleicht noch ein paar Energiesteine. Dann habt ihr hier noch eine Zeitmatrix. Habt ihr eine Chance auf viele Speedups. Und zum Schluss kriegt ihr dann auch noch 20 Feuertruhen und 20 Eistruhen. Also wenn ihr casht, wie gesagt, ich rufe nie zum Cashen auf. Wenn ihr nicht cashen wollt, alles gut. Spielt Free-to-Play weiter. Ich weiß, wie das ist. Es macht genauso viel Spaß und man muss kein Geld investieren. Aber wenn ihr Geld investiert, müsst ihr euch dieses Paket holen. Das wollte ich euch nur dran erinnern. So. Kommen wir zum Versammlungsfest. Denn das ist wirklich bei uns momentan spannend und das wollte ich einfach mal zeigen. Versammlung, haben wir gerade eine gute Quest, weil ich muss noch ein paar Quests machen, wie ihr seht. Beschleuniger habe ich leider schon in letzter Zeit alle auf den Kopf gehauen. Ja, die Quest gefallen mir momentan nicht so. Aber ich will euch ja eigentlich zeigen, mit wem wir so in einer Liga sind. Und das ist wirklich sehr interessant. Ihr seht es, wir haben jetzt hier zum ersten Mal drei Gilden, die um Platz 1 kämpfen. Momentan haben wir das Glück, wir sind ein bisschen voraus, aber das sind wirklich richtige Hammer-Gilden. Unsere Gilde kennt ihr ja, könnt euch gerne bewerben, wenn ihr wollt. Ja, komplett deutsche Gilde und ja, 13,6 Milliarden Macht. Anführer Tyron, ziemlich viele starke Spieler. Mittlerweile haben wir auch sehr, sehr viele T4-Spieler, also wir können mittlerweile T4-Rallys machen. Es läuft. So. Auf Platz 2 jetzt hier bei uns im Versammlungsfest eine 25,5 Milliarden Gilde chinesisch mit den absolut krankesten Spielern. 1,8 Milliarden Macht, Level 60, ja, 19 Burgsterne, hier Level 60, 1,2 Milliarden Macht, 10 Burgsterne, er hier auch vollkommen krank, VIP 19, also fast das höchste VIP-Level erreicht. Aber nicht alles auf Gold. Was ist da eigentlich los? Ne? Da muss man ein bisschen mehr machen. Aber auch richtig kranke Spieler. Also gegen die kämpfen wir hier gerade um Platz 1. Und wir haben hier Sugar Kingdom Russian. Und also eine russische Gilde. 14 Milliarden Macht. Also beide Gilden etwas mehr Macht als wir. Auch die richtig viele kranke Spieler. Hier 729 Millionen Macht. 307 Millionen Kills. VIP 17, Level 60. Also krass. Einfach wirklich krass, es ist zum ersten Mal spannend, normalerweise sind wir eigentlich immer sicher Erster. Jetzt müssen wir hier die letzten zwei Tage nochmal Gas geben. Das ist natürlich auch geil, weil, ja, ich sag mal so wie beim letzten Mal, wo wir immer mit 40.000 Punkten gefühlt Vorsprung gewonnen haben, war auch so ein bisschen langweilig. Und so ist es jetzt so eine kleine Challenge und das macht auch wirklich Spaß. Ich habe jetzt hier momentan 620 Punkte, ich habe aber noch drei Quests, die ich machen kann. Und ja, hier kann ich ja schon mal zeigen, hier Platz 1 bei uns 1632 Punkte, wie gesagt, das kann sich noch ändern, weil, ja, es gibt noch viele, die Quests offen haben, das Versammlungsfest ist noch nicht fertig, also es kann sein, dass hier noch jemand anders auf Platz 1, 2 und 3 kommt, aber ja, die drei sind hier natürlich schon mal richtig krass, Swiss Shadow, Gnu und Gedaurik, also krasse Punktzahlen schon mal auf jeden Fall. Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Ich kann euch ja auch schon mal zeigen, weil ich glaube, im nächsten Video werde ich nicht euch zeigen, wie ich meine Stufenbelohnung einsammle. Denn, ja, das haben wir jetzt schon oft genug auf diesem Kanal gemacht. Aber ich kann euch ja mal, wenn ihr mal eure Stufenbelohnung mit meinem vergleichen wollt, meine jetzt von diesem mal zeigen. Also, welche ich natürlich wieder einsammeln werde, sind diese ganzen Pay-Kisten. Ne? Das ist, denke ich, klar. Hier auch. Auch wieder hier die Dämonenjäger-Truhen, die habe ich 14 Stück dann schon insgesamt, richtig geil. Hier habe ich Juwelen, freut mich auch richtig für mein Angriffsset, kann ich natürlich sehr gut gebrauchen. Ja, die werde ich hier einsammeln, weil ich will bald zwei weitere Ausrüstungssets hinzufügen, also dass ich 6 Schnellausrüstungssets habe. Hinzukommen wird, also momentan habe ich ja Forschung, Bautempo, Handelstempo und Kriegsset. Da wird noch Trainingstempo-Set hinzukommen und Monster-Hand-Set, ja. Die 6 werde ich dann abgespeichert haben. Und deswegen kann ich die 2 hier auch noch gut gebrauchen. Ja, hier haben wir wieder Ferdosaurus-Truhen 28. Also sind auf jeden Fall ein paar schöne Sachen dabei. Momentan habe ich nicht das Monatspaket gekauft, also momentan Free-to-Play unterwegs. Und dann werde ich nur eine Belohnung einsammeln können. Aber ist hierbei nicht so schlimm, weil es nicht so viele gute Stufen gibt, wo ich jetzt sage, boah, da brauche ich jetzt unbedingt 2 Sachen von. Deswegen passt das eigentlich. Ja, so viel zum Versammlungsfest-Event. So, jetzt möchte ich mit euch nochmal kurz die 5 stärksten Spieler und die 5 stärksten Gilden in Mobile Royale angucken. Einfach,
damit wir das mal hier für den Kanal festgehalten haben. Und ja, Spieler, die vielleicht in 4-5 Monaten das Video sehen, das mal so vergleichen können, was sich so in der Zeit verändert hat. Ja, wie viel stärker sind die Spieler geworden, wie viel stärker sind die Gilden geworden. Auch für diejenigen, die vielleicht jetzt schon das Video sehen und dann sich so in 3 Monaten denken, wenn sie mal die Weltranglisten angucken, okay, ich weiß doch, da hatte FGaming das Video gemacht zu den 5 stärksten Spielern und 5 stärksten Gilden. Schauen wir mal, was sich da verändert hatte. So, dann könnt ihr euch das Video auch nochmal rauskramen und das mit den neuen Werten dann in 2-3 Monaten vergleichen. So, wir schauen uns jetzt mal hier die Gildenmacht an. Wir sind auf Platz 20. Also hier sieht man auch AX01, die auch mit uns im Versammlungsfest-Event sind. Das ist die viertstärkste Gilde in MOBA Royale, zumindest von der Macht her. Erster sind hier die Celestial CN, 33 Milliarden Macht. Ja, 149 von 150 Mitglieder, Geschenk Level 32, 9 und... Ja, aber das habe ich ja schon gesagt, ich Vogel. So, schauen wir uns mal deren Spieler an. Die haben einen 2 Milliarden Spieler, der auch wirklich komplett goldenes Set hat. 400 fucking Millionen Kills, 19 Burgsterne, ist natürlich König von allem und VIP 19. Was soll man zu dem Spieler sagen, ne? Der, bei dem läuft auf jeden Fall, so viel kann man sagen. Ja, auch, das auf jeden Fall, also mit denen möchte ich nicht in einem Königreich sein. Die haben alle so viele Kills und auch alle VIP 19, alle komplett goldene Sets. Also die rasten wahrscheinlich richtig aus. Schauen wir uns mal Platz 2 an, hier Glory. In Königreich 10 sind die. Auch fast komplett voll, Geschenk Level 33 sogar. Die sind aber gut aufgeteilt, ja, also deren Macht, die haben jetzt nicht so einen 2 Milliarden Spieler oder sonst was, sondern die sind alle unter einer Milliarde, aber haben dafür ganz, ganz viele starke Spieler. Trotzdem natürlich auch alles komplett Goldset hier, wobei das jetzt natürlich hier ein Produktionsset ist und jetzt kein Kriegsset, aber 134 Millionen Kills, auch VIP Level 19. Krass, dass die alle hier schon so ein hohes VIP-Level haben, also auch richtig viele Gems in das VIP-Level gesteckt haben. Ich bin gerade erstmal kurz vor 15 und dachte, damit bin ich schon ziemlich gut. Hier auch VIP 19, auch gutes Set, zwar nicht komplett Gold, aber würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Also ich weiß nicht, bei denen ist es glaube ich Pflicht, VIP 19 zu haben, also alle VIP 19. Ich weiß nicht, wie viele Gems die da reingekloppt haben. So, dann Wolf Clan oder CXC war, glaube ich, mal die stärkste Gilde, ist auch aus Königreich 1, hier 143 von 150, Geschenk Level 35. Ja, die haben wieder auch ein paar 1 Milliarde Spieler, auch hier VIP 19. Gibt es da eigentlich VIP 20? Ich glaube schon, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, heftig, einfach nur heftig. Bin mal gespannt, wann hier KVK kommt. Und vor allen Dingen, also KVK für diejenigen, die vielleicht nicht so viele andere Spiele in diesem Genre gespielt haben, KVK bedeutet Königreich gegen Königreich, ja. Ich bin mal gespannt, wann das hier kommt und ja, vor allen Dingen, welche Gilde von denen dann Platz 1 wird. Vielleicht werden ja auch wir Platz 1, wer weiß. Aber das wird auf jeden Fall interessant. So, dann, ja, AX01 habe ich ja gerade schon gezeigt, die brauchen wir jetzt nicht nochmal vorstellen. Und zu guter Letzt hier Platz 5, Always Open. Alle Sprachen, Geschenk Level 38, holy shit, komplett voll, 1,2 Milliarden Spieler, der VIP 20 ist, hier haben wir ihn doch, Mr. VIP 20, aber für seine Macht auf jeden Fall wenig Kills hier, ja, da geht auf jeden Fall was, aber er ist VIP 20. Königreich 15, jetzt erzähl mir keinen, warte, ich muss einmal kurz was nachgucken. Oh, das wäre jetzt zu krass. Okay, ich dachte schon. Also Königreich 15 ist schon auf. Ich dachte jetzt, der wäre in einem Königreich, was noch zu ist. Also wo er nicht hätte reinporten können. Das hätte bedeutet, dass er weniger als 90 Tage spielt. Also diese 1,2 Milliarden Macht und dieses VIP Level 20 in weniger als 90 Tagen erreicht hätte. Aber Königreich 15 ist schon offen, der wird also dort hineingeportet sein und kommt wahrscheinlich aus einem jüngeren Königreich. So ist zumindest meine Vermutung, also da bin ich dann beruhigt. Wenn er jetzt wirklich weniger als 90 Tage gespielt hätte, da wäre ich hier glaube ich vom Stuhl gefallen, weil
Alter, 1,2 Milliarden Macht, Leute. Das ist krass. So, kommen wir mal zu den stärksten Spielern hier. Und den stärksten haben wir gerade schon gesehen. Also die zwei stärksten haben wir eigentlich im Prinzip schon gesehen. Das ist hier gleichzeitig auch der von der stärksten Gilde in Mobile Royale. Zumindest von der Machtstärksten. Ja, das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass es die stärkste Gilde ist. Aber die Anhaltspunkte haben wir halt. Und ja, auch 392 Millionen Kills. Ne? Ist er eigentlich auch auf Platz 1 bei den Kills? Nee, aber Platz 4. Ja, Platz 1 haben wir hier 492 Millionen. Bei ihm läuft. Bei ihm läuft. Also er ist auf jeden Fall viel am Angreifen. So, Platz 2 haben wir gerade schon gesehen. Bei AX01 brauche ich nicht nochmal zeigen. Dann haben wir hier einen VIP-18-Spieler von Boat. Königreich 5, 91 Millionen Kills. 1,6 Milliarden Macht. Dann hier von FK aus Königreich 7, auch VIP 18, 1,5 Milliarden Macht und 413 Millionen Kills, also auf Platz 3, glaube ich, war das, ne? Der Kill-Rangliste, ja. Also Platz 4 auf der Spieler-Macht-Rangliste und Platz 3 auf der Spieler-Kill-Rangliste. Bei ihm läuft hier auf jeden Fall. Dann auch aus Königreich 15 haben wir ja, glaube ich, gerade auch gesehen. Hier VIP 20-Typ mit 22 Millionen Kills. Ja, ich kann jetzt noch einmal kurz hier schnell die Spieler-Kills-Rangliste zeigen. Wie viel braucht man hier, um auf Platz 100 zu kommen? Platz 100 ist doch, glaube ich, hier der Start der Rangliste, ne? Ja, 112 Millionen Kills braucht man, um hier auf die Liste zu kommen. Ich glaube, von uns müsste hier auch irgendjemand sein. Ich glaube, Tyron, oder? Tyron, wo bist du? Du bist doch bestimmt auch hier irgendwo. Was gucken. So, Tyron, wo finden wir dich? Hä? Ich meine, du hättest doch so um die 190 Millionen... Ach, hier. 212 Millionen Kills, Tyron. Unser R5 hier. VIP 15, 506 Millionen Macht. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Ach ja, weil ich es gerade sehe. Auch neu bei mir, was ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt hatte. Ich habe euch zwar meine Sets gezeigt am Anfang, aber hier, bei meinem Forschungstempo-Set und mal bei meinem Bautempo-Set, ich habe endlich geschafft, die opulente Krone auf Blau zu kriegen, ja? Also, richtig geil hier. 12,5% Bautempo und 9% Forschungstempo. Hab ich richtig gefreut. Das wollte ich hier auch nochmal zeigen. Und vielleicht auch ganz interessant, ich kann das mal kurz ablegen. Zeig euch mal kurz mein Monster-Handset, das ich dann demnächst abspeichern würde. Klar könnte man jetzt sagen, ja, warum wartest du nicht bis Level 60, wo du dann auch noch die anderen beiden Teile abspeichern kannst. Aber Leute, ich sag's euch, Level 60, ungelogen, wird noch mindestens 6 Monate dauern. Mindestens. Was mache ich hier? Du sollst es ausrüsten. So. Also wirklich mindestens 6 Monate. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon alleine auf Level 56 rumhocke. Es dauert einfach ewig. Also das ist hier mein Monster-Handset. Ihr seht, das macht jetzt noch nicht viel. Es sorgt dafür, dass ich 1225 mehr Ausdauer habe. Hier 50 irgendwas. Dann ja ein bisschen mehr Schaden. Dann erhöht die XP, die man bekommt. Ansonsten Reisetempo. Ja, und auch hier wieder ein bisschen mehr Schaden gegen bestimmte Typen. Ja, es ist jetzt wirklich nichts Wildes. Aber ich habe schon mal zumindest eins. Und ich will es auf jeden Fall abspeichern. Ich könnte auch schon einen Teil auf grün machen. Werde ich vielleicht demnächst auch machen. Aber ja, ich habe einfach keinen Bock, das jedes Mal von Hand zu wechseln. Das ist das Problem. Hier habe ich lilane Exorzisten-Juwelen drin. Ne, goldene sogar. Exorzismus-Juwelen, goldenes. Habe ich hier auch ein goldenes drin? Jo, ja, das habe ich gemacht, weil man kriegt ja immer durch die Arena Exorzismus-Juwelen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, packst du direkt goldene rein, da musst du nicht die lilanen irgendwann rauspacken, weil ich sag's euch ganz ehrlich, also, wo sind es hier? Hier kriegt man alleine 16, ne? Irgendwann im Laufe der Zeit wird man es schaffen, in jeden von diesen Teilen aus dem Monster-Set auf jeden Fall ein goldenes Exorzisten-Juwel reinzumachen, weil man kriegt von diesen Exorzismus-Juwelen echt viele. Ja, und deswegen
habe ich mir gedacht, komm, packst du keine Lila rein, packst du direkt Golden rein, weil, ja, bringt halt dann auf Dauer mehr, da muss ich die nicht irgendwann wieder rauspacken. So, jetzt kriege ich hier wieder 1000 Coupons. Und hier haue ich mal kurz VIP-Punkte rein. So, und gibt es noch irgendwas, bevor ich das Video hier beende, was ich euch gerne noch mitgeben wollen würde? Also, ich habe mit euch meinen Account gezeigt, ich habe euch Tipps zu Skullrock gegeben, wir haben über das Coupon-Event geredet, wir haben über die stärksten Gilden und das Versammlungsevent geredet, ich habe euch dieses geile Pay-Paket gezeigt. Ich glaube, das ist ein rundes Video, oder? Das können wir erstmal dabei belassen. Ja. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare Videovorschläge, was ich machen soll, ja? Denn ich richte mich natürlich auch gerne nach euch. Ich habe zwar viele Ideen, aber vielleicht habt ihr einen bestimmten Wunsch, wo viele sagen, okay, das ist eine geile Sache. Und wenn ihr dann jetzt gleich mal das Video geschaut habt, schaut auch mal in die Kommentare vorbei. Und ja, schreibt mir da dort rein, was ich so für Videos machen soll in Zukunft. Vielleicht habt ihr einen ziemlich guten Vorschlag, der der Community viel hilft oder was ein ziemlich geiles Video sein könnte. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, ja. Das sorgt dafür, dass unsere Community größer wird, dass mehr Leute auf das Spiel aufmerksam werden, ja, und motiviert mich weiterhin Videos zu machen, so wie ich es auch jetzt schon mache. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten, hat euch vielleicht ein paar Tipps gegeben, die ihr gebrauchen konntet, und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao, Leute.